den jungen Menschen, der christlich in eurem christlichen Land ist, ein etwas kurioses Thema. Ich würde gerne mit euch über Gender und Diversity sprechen. Damit ihr versteht, wieso und was ich hier machen will. Ich habe drei Schlüsselerlebnisse, die zu dieser Session geführt haben für mich. Schlüsselerlebnis Nummer 1, meine Verlobte hat einen Master in Erwachsenenbildung gemacht und dabei mal so ein längeres Seminar Gender und Diversity belegt. Und bis sie mir davon erzählt hat, bin ich ganz ehrlich, dachte ich, die haben doch alle Latten am, also nicht alle Latten am Zaun mit biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht und bla bla. Aber je mehr ich mich durch sie damit beschäftigt habe, desto mehr dachte ich, ja, ist okay, könnte doch was dran sein. Erlebnis Nummer 1, einfach durch sozialen Kontakt damit in Berührung gekommen. Erlebnis Nummer 2, ich war auf der Drupal Europe, die europäische Drupal-Konferenz. Und die Drupal-Community ist, was das Thema Diversity und Gender angeht, uns Lichtjahre voraus. Es gibt dort eine eigene Arbeitsgruppe, die sich nur damit beschäftigt, die einfach im Blick hat, dass Drupal-Events und die Drupal-Community für jeden so einladend inklusiv wie nur irgend möglich ist. Das betrifft bei ihnen ganz verschiedene Bereiche. Das betrifft so triviale Dinge wie, es wäre schön, wenn es auch was Veganes und was Glutenfreies gibt. Es wäre total toll, wenn die Location barrierefrei ist. Es wäre super, wenn ihr mir keinen Playboy in die Eventtüte packt. Das mussten sie auf die harte Tour lernen. Und so Dinge. Also die verschiedensten, der Burda Verlag, der den Playboy herausbringt, betreibt eine ganze Reihe von Seiten auf Drupal-Basis. Und die wollten sich halt bedanken bei der Community, indem sie ein paar Gratis-Magazine aus ihrem Hause der Community zur Verfügung gestellt haben. Und irgendjemand hat beim Event-Tasche-Packen gedacht, ach, weißt du, packen wir mal mit rein. War leider auch genau das Event, das keinerlei weibliche Sprecher hatte und das gab einen Riesenaufschrei. Und das dritte und letzte Event, was mich persönlich über mich selber betroffen gemacht hat, ich war auf dem Joomla Day Wien. Wir haben in irgendeinem Zusammenhang abends beim Bierchen zusammengesessen und neben mir saß eine junge Frau, die ich noch nie gesehen hatte, die da aber irgendwie auch mit dabei war. Und habe, als wir uns kennengelernt haben, ohne drüber nachzudenken, gefragt, in welcher Firma sie denn als Designerin arbeitet. Und sie hat freundlich und ohne die Miene zu verziehen gesagt, dass sie gar nicht als Designerin arbeitet, sie wäre der Entwicklerin. Und ich habe selber gemerkt, dass der Gedanke bis dahin nicht in mein Weltbild hineingepasst hat. Und ich glaube, dass das Problem gehört irgendwie dazu. Ich glaube, das haben noch mehr. Ziel dieser ergebnisoffenen Session wäre für mich, dass wir uns einfach mal darüber austauschen, ob ich mir einbilde, dass man dieses Thema mal angehen kann, dass es dafür Bedarf gibt, oder ob es hier wirklich Optimierungspotenzial und Optimierungsbedarf gibt und was vielleicht ein pragmatischer nächster Schritt sein könnte. Ich habe dafür mal, weil wir ja gerade auf dem Joomla Day sind, zwei ganz konkrete Zahlensets mitgebracht. Das eine betrifft die Teilnehmerverteilung zwischen Männlein und Weiblein. Da seht ihr, dass der Joomla Day 2018 ein Drittel Frauen hat. Ein Drittel zu zwei Drittel finde ich nicht schlecht, also das ist Prozentzahl der weiblichen Teilnehmerinnen. Ich habe mich total gefreut, bis ich auf die absoluten Zahlen geguckt habe und gesehen habe, dass sich 2015 der absolute Frauenanteil überhaupt nicht verändert hat. Wir werden nur immer weniger Männer. die anderen... Bitte was? Die andere Zahlenreihe, die auch aus dem Joomla Day kommt... Ich habe mir den Anteil der weiblichen Sprecherinnen auch nochmal angeschaut. Das Diagramm ist falsch rum, das ist Excel, ich weiß nicht, wie das geht. Hier ist 2018, da ist 2015 und das ist ein Drittel. Also wir haben bei diesem Event auch ein Drittel. Das sind wieder absolute Zahlen und auch da sieht man, dass man keine Statistik trauen darf, die man nicht selber gefälscht hat. Der Anteil
der weiblichen Sprecherinnen in absoluten Zahlen ist auch gleich geblieben. Es gibt nur weniger männliche Sprecher. Genau. Das so mal als Zahleneinwurf. Das Joomla-Projekt hat keine offizielle Arbeitsgruppe dazu, wenig offizielle Dokumente. Das Einzige, was es so gibt, was diesen Bereich ansatzweise anschneidet, ist ein Code of Conduct, also der Verhaltenskodex im Joomla-Projekt, der auch bei allen Events gilt, der so Themen anschneidet, wie dass niemand aufgrund seines Geschlechts, Herkunft, politischem Interesse, sexueller Orientierung und Co. Benachteiligt werden darf und soll diese Dinge. Aber da hört es dann auch schon auf. Und ich hatte nie das Gefühl, dass das Thema in der Community ansonsten sonderlich präsent war. Wollen wir das ändern und müssen wir das ändern? Gibt es dazu Feedback, Erfahrung? Ja, muss verändert werden. Gut. Rutsch doch mal eins nach vorn, dass ich dich nicht so freuen muss. Und dann, also, wieso? Weil ich der Meinung bin und der Überzeugung bin, dass der Mix, egal was man macht, aber der Mix es ausmacht, dass eine Gemeinschaft, eine Community, ein irgendwas, wo ein Mix vorherrscht, dadurch an Qualität und an Vielfalt und an Perspektive wird. Und deswegen, weil immer wir den Mix vergessen und uns immer nur auf eine Sache fokussieren oder auf zwei, drei, geht das Ding nach hinten los. Und das kann man natürlich alles durchziehen. Das kann man durchziehen, ob ich jetzt Flüchtlingsheime, 5000 Flüchtlinge auf einmal mache oder ob ich drei kleine mache und besser integriere. Es kann sein, ob ich in Wolfsburg alle nur bei VW arbeite, denen bleiben geht es dreckig, in der ganzen Region geht es ja dreckig. Also, wo immer ich einen Mix schaffe und verschiedene Perspektiven reinnehme, umso mehr Vielfalt, umso mehr Perspektiven, umso mehr Qualität und umso mehr Niveau. Und zwar jetzt nicht von, ich stehe irgendwo da oben, sondern der Output, der rauskommt, der Mehrwert bringende Output für jeden, der da ist. Das ist das, was ich den Mix einfach nach oben gesetzt habe. Kongresstagung, was auch immer, wieso bin ich hier? Weil ich einfach extrem coole Begegnungen mit Joomla habe. Weil ich happy bin, dass Joomla mein CMS ist für unsere Webseite. Und weil ich super gerne mit zusammenarbeite, immer Leinwand-Sachen. Und unser Webdesigner uns gefragt hat: Mensch, wie sieht es aus? Und aber können Sie nicht mal, kommen Sie doch mal vorbei, halten Sie mal einen Vortrag. Er hat mich angefixt. Er hat gesagt: Mensch, machen Sie doch mal, kommen Sie doch mal vorbei. Und ich glaube, das ist ganz viel, wenn man die ein bisschen antriggert oder wenn man da, dass man eine Perspektivenvielfalt hat. Ich habe mit meiner Freundin da vorher drüber gesprochen sie meint, es gibt so ein Dreischritt, den es bei dieser Thematik zu gehen gilt, aus fachlicher Sicht. Der erste Schritt ist Problembewusstsein. Es muss erstmal einem Großteil der Gruppe klar werden, dass es hier ein Defizit gibt. Zweiter Schritt ist dann, die Atmosphäre schaffen, in der sich überhaupt jeder sicher bewegen kann. Und erst der dritte Schritt, da geht es dann so in diese Richtung Quoten. Ne? Wie kann ich dann aktiv schubsen, um das zu erreichen? Mein persönlicher Eindruck ist, dass wir bei Schritt 1 noch viel zu tun haben und bei Schritt 2 auch noch ganz viel. Also jeder ist willkommen und kann sich hier verletzungsfrei und ohne Naserümpfen bewegen.
glaube ich, ist auch noch eine große Baustelle. Ich habe eben oben auf der Empore gesessen, habe den Vortrag hier vorbereitet und habe gesagt, so, ich gehe jetzt darüber und mache was zum Thema Gender Diversity. Und mein Sitznachbar hat gesagt, zeigst du auch Tittenbilder? Da dachte ich so, ja, du, mein Freund, müsstest jetzt mitkommen. Denn du bist ein großer Teil des Problems und hast es nicht verstanden. Als ich auf dem Joomla Day in Österreich von meiner Begegnung mit der jungen Frau erzählt habe, hat dann jemand zu mir gesagt, ja super, dann, David, dann werd doch der Frauenbeauftragte. Auch da dachte ich, ja, schön, danke, du gehörst dazu. Hast du jetzt die drei Schritte aus deinem Gesicht geschildert oder aus dem Tag als solches oder generell? Generell. Das war so das, was was ich an fachlichen Input dazu bekommen habe, was einfach dazugehört. Hm. Darf ich dagegen sein? Ja, unbedingt. Ich finde genau den ersten Schritt, den du gesagt hast, finde ich, ist so eine Marotte in unserer Gesellschaft, die sehr viel verhindert. Wenn wir immer im ersten Step nur an Probleme denken oder Probleme lösen oder wir haben eine Ausgangssituation und wir brauchen, da ist ein Defizit. Damit holst du mich nicht vom Herd hervor. Mich triggerst du damit an, dass irgendwo was ist, wo ich mich hingezogen fühle. Das ist auch unsere Kunden. Die trigger ich damit an, dass ich sage, hier stehen sie und da könnten sie stehen. Mhm. Ich sage nicht, du hast hier eine scheiß Digitalisierung oder die ist nicht ausgebaut oder du hast eine scheiß Website. Sondern ich sage, das, was ich hier von Ihnen wahrnehme, ich sehe sie da. Lassen Sie uns doch darüber sprechen, wie wir da hinkommen. Dass wir auf dem Weg dahin Probleme bewältigen und lösen. Alles gut. Aber die Leute haben doch den Drang dazu, besser, schöner, weiter, dünner, schlanker, schlauer, attraktiver zu werden. Und nicht, wie kriege ich meine Kilos runter? Da sagt jeder, oh, habe schon 1000 Diäten probiert, habe jedes Mal 3 Kilo mehr drauf. Also lasst uns doch überlegen, wie machen wir die Joomla-Welt einfach spannender, interessanter? Ja, unbedingt. Ich sehe das exakt genauso eigentlich. Also ich habe immer ein Problem damit, wenn das Ganze so negativistisch aufgezogen wird. Ja. Also genau genommen sagt man jetzt den Leuten, also ich nehme nochmal das Beispiel Frauen, dann würde ich als Frauen sagen, wir haben hier noch eine Lücke, ja, die haben wir festgestellt, dass es irgendwie negativ kannst, wenn man vorbeikommt und die voll macht. Also so als, ich komme als Lückenfüller vorbei, weil da fehlt uns hier ein bisschen was. Damit bist du aber eigentlich genau da nicht, wo du da nicht hin bist. Du willst ja gleich gedacht, die Wir sind alle in der Stadt, sind alle cool. Frauen sind nicht nur Designer oder Designerinnen, kommen alle vorbei. Und dieses positive Ding, das fehlt mir, ist aber auch ein typisch deutsches Ding auch. Zum Beispiel zu sagen, wir haben Probleme mit dem Klimawandel, ihr dürft jetzt alle keine Verbrennungsmotoren mehr fahren, ist dumm. Man muss den Leuten sagen, warum ist es saugeil, Tesla zu fahren? Genau. Ne? Oder irgendein anderes Elektroauto. Und warum willst du das haben? Und das könnte man in Communities genauso machen. Warum willst du da hin? Warum ist das geil, bei Joomla mitzumachen? Bei uns jetzt zum Beispiel, wir haben das gleiche Problem bei Typo 3. Exakt dasselbe. Auch da müsste man sagen, warum ist das geil, in so einer Community mitzumachen? Und dann wird das vielleicht irrelevant, ob man jetzt Frau, Mann, weiß, schwarz, whatever ist. Ja, aber da sind wir doch schon dabei. Wenn ich mir anschaue, wir haben Hashtag für Facebook und wir haben Hashtag für Twitter. Ich möchte gerne mal der Community zeigen, dass es ziemlich cool hier ist. Ich habe getwittert und Hashtag verwendet und irgendwas. Da ist noch kein Retweet gekommen, da ist noch nichts gekommen. Wo ist da der Anspruch? Es ist was Interessantes da. Wo ist der Anspruch? Wo hat dieser Consumer Day cool? Mein Post heute Morgen, wo ich bin aufgeregt, nervös, mein erster Fall auf dem IT-Tag, super viel Resonanz bekommen. Aus meinem Netzwerk. Die sagen, ich bin auf dem IT-Tag, das ist ja krass. Also, ich finde, mit so Kleinigkeiten fängt es schon an. Und wenn wir doch ein Hashtag haben, dann lasst uns doch heute hier anfangen und lasst uns einfach mal twittern und posten, was das Zeug hält. Und lasst uns mal schauen, was passiert an Reaktionen, weil. Klar, der eine oder andere weiß, was Joomla ist, aber wenn ich jetzt schreibe, boah, kein geringerer als David Duggan ist gerade vorne und greift das Thema Diversity an, hat auch eine ganz andere Aussage, wie wenn an der Stelle nicht benutzt wird. Jetzt möchte ich aber was dagegen sagen. Also ich finde die Problematik gar nicht so wild.
ganz ehrlich, also wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie hoch der Frauenanteil in dem Tech-Bereich ist, dann reden wir eigentlich von goldenen Zuständen, denke ich mal, im Vergleich zu anderen. Ja, wir schwimmen in der Kloschüssel oben auf, das stimmt. Ja, also so schlecht ist das nämlich gar nicht, mit dem, wenn man sich auf den Frauenanteil bezieht. Ja, ja, genau. Ich meine, das ist natürlich nicht 50-50, aber ich denke auch, du wirst in solchen Bereichen auch kein 50-50 erreichen können. Aber wieso? Ja, aber darum geht es auch überhaupt nicht. Darf ich auch mal was sagen? Ja, unbedingt. Ja. Also, jetzt nimmt es hier Fahrt auf, endlich. Ja, also ich finde, das irgendwie falsch so ranzubringen, ja, wir müssen den Anteil irgendwie verschieben oder sowas. Weil das Problem, was mir als erstes einfällt, wenn ich hier so angucke, dann merke ich halt, dass hier unheimlich viele Leute sitzen, die das Gefühl haben, also ich zum Teil auch, sich entschuldigen zu müssen, dass sie keine Technik-Nerds sind, dass sie keine PHP-Entwickler sind oder so. Es ist aber so, dass das eigentlich das Problem, was wir hier auch heute also und gestern immer zu beschäftigen ist, wo geht die Entwicklung hin? Wir brauchen viel mehr Leute, die auch testen, die ihre Erfahrungen einbringen, die sagen, was hätte ich denn gerne, was würde ich denn gerne machen? Wir brauchen nicht nur irgendwelche Top-Entwickler. Wenn die alle unter sich wären, schön, aber da passiert wenig. Eigentlich muss es ja geerdet sein. Also Joomla ist ja auch ein System, und da tut sich die Community auch etwas zugute, wo was offen ist, also wo viele Leute sich einbringen können. Nur de facto ist es so, dass die Leute, die keine Technik-Nerds sind, Angst haben, sich zu äußern und mitzumachen, ihre Energie, ihre Erfahrung einzubringen. Das heißt, was fehlt, ist eigentlich zu zeigen, mit dem, was du bist, mit dem, was du kannst, mit dem, was dich interessiert, bist du hier willkommen und kannst etwas bewegen. Und es kann hier irgendwie, diese Energie kann hier einfließen. Und da fehlen die Instrumente, mit dieser Energie umzugehen. Weil da müsste es mehr Angebote geben. Da wird von ganz alleine auch andere Kompetenzen gefragt und auch andere Kompetenzen hier gewürdigt werden. Und würden von ganz alleine mehr Frauen hier mitmachen. Mehr Jüngere, mehr Alte, andere Nationalitäten oder so. Und das im Grunde genommen, das ist auch das, was wir gewinnen können. Weil wenn wir halt gucken, in die Zukunft, das ist ja nicht nur irgendwie, ja, das ist so eine Schwachstelle oder so, wir sollen hier auch ein paar andere Gesichter haben. Das ist nicht das, was eigentlich unsere Motivation sein sollte. Unsere Motivation sollte sein, dass wir in Zukunft eine Kraft haben, dass wir teilnehmen an der Entwicklung, dass wir Teil sind von dem, was die Leute nützt und wo sie Lust haben, mitzumachen, wo sie ihre Energie reinstellen wollen. Und deswegen denke ich, wir sollten eher über Kommunikation sprechen und gucken, wie wir da mehr hinkriegen können. Ich würde da ganz kurz was reinschmeißen, ja. Weil ich hatte das Bild gerade, dass du gesagt hast, zurückgefahren. Es gab gestern die Session Joomla 4.0. Mhm. Da wurde ja eigentlich genau dieser ganze neue Scheiß vorgestellt und im Endeffekt auch war das eher eine Coder-Session. Mhm. Da kommt eine Zwischenfrage, eine Coder-Session, wo dann halt die Zwischenfrage kam, sag mal, was ist eigentlich ein Web-Service? Das fand ich total, ich fand das deswegen total beeindruckend, weil in anderen Communities wäre A, diese Frage gar nicht gekommen, weil die Leute sich nicht getraut hätten. Mhm. Und ich fand es aber noch beeindruckender, dass der Talk an der Stelle unterbrochen wird und explizit erklärt, was ist denn das eigentlich? Und das ist eine super positive Geschichte, die mir auch sehr positiv aufgefallen ist, weil genau das der richtige Art ist, genau daran umzugehen, den Leuten nicht zu sagen, du bist unbedingt oder was auch immer, sondern ganz konkret zu erklären, was machen wir da? Mhm. Ich möchte zwei Sachen sagen, einmal zu deiner Aussage, von wegen, wir schwimmen doch schon oben. Vielleicht stehen wir noch gar nicht da. Ich weiß nicht, woran du das misst oder was du als Basisausgangswert hast. Wenn du IT nimmst, magst du recht haben, aber warum nimmst du nicht HR im Vergleich? Wieso? Also, ne? Frech sein? Also, ich glaube, das wäre einfach. Wenn wir zukünftig erfolgreich sein wollen, müssen wir außerhalb der Branche raus. Mhm. So, und dann müssen wir schauen, was passiert in anderen Branchen. So, und also ich habe jetzt leider den Keynote heute Morgen nicht mitbekommen, weil ich auch angefangen war. Was für mich so ein Stück weit wichtig wäre, warum ich wiederkommen würde, was ist die Vision von Joomla? Wo will Joomla stehen und wo kann ich mich einbringen? Ich frage deshalb nach, weil dann kann man gucken, wie kann ich auch als Nicht-IT-Nerd, als Laien-Nerd, ich muss ja sagen, wie kann ich einen Mehrwert der Community geben, obwohl ich jetzt nicht in PHP spreche oder in weiß der Geier was, aber aufgrund dessen, wie ich Joomla anwende oder wie wir Joomla einsetzen, vielleicht Horizonte erweitern oder wenn ich es so nahe gehe, wie sind wir da drauf gekommen, muss so eine blöde Anwendung kommen, hat es einfach mal ausprobiert.
Also ich glaube, das wäre... Aber gerade in der Community haben wir doch zum Beispiel das Problem, dass wir, dass es an Marketing zum Beispiel immens hart wird, gerade was Tumblr angeht. Ja, da gibt es kein gescheites Team oder zumindest keine Aktivitäten gibt es nicht so viele. Und so, und da könnte man doch sagen, okay, du bist jetzt kein Techniker, wie es irgendwie gehört, kein Coder, Nerd, ich müsste meinen, ja, die anderen, aber wenn du Bock hast auf Marketing, kannst du dich in der Community einbringen, da mitarbeiten, wenn du dich da aussetzt, weiß ich nicht. Aber irgendeine so Aufgabe wird es ja eben, und da kannst du dann sagen, okay, macht Spaß, da können wir was machen, und dann hast du doch schon ein Feld, wo du in der Community aktiv werden kannst, wo du sagst, okay, da bringe ich mich ein mit meinem Wissen, sonst irgendwas, und dann. Das ist auch eine gute Sache für die ganze Tumblr-Welt. Ich weiß nicht, wer vorher weiß, dass es das, das Angebot gibt. Ja, deswegen haben wir ja so Sessions wie jetzt zum Beispiel. Wir tun uns relativ schwer sagen, wirken mit in dem Projekt. Ja, und wir müssen auch die ganzen einzelnen Bereiche mal aufzählen. Eine einzelne Person, wir hatten das eben bei dem Jugendvortrag gehabt, wird nie von sich aus eine E-Mail an jemanden schreiben, ich würde gerne das und das machen. Wir müssen die Punkte aufzählen, wir müssen sagen, wir brauchen jemanden für Marketing, wir brauchen jemanden für Social Media, der sich einsetzt und so weiter und so fort. Wir müssen das nach außen offen kommunizieren. Ja, aber wer ist denn wir, wenn keiner damit anfängt? Also, genau das, was du sagst. Mit wir meine ich, wir, die hier sitzen. Wir sitzen, aber wir treffen ja vor. Kann denn irgendjemand, der noch niemals für die Community gemacht hat, der neu im Thema ist, sagen, weil er einen Blick von außen hat, weil er neu ist, er sagt, pass auf, mir ist aufgefallen, das und das gefällt mir nicht, ich schreibe das jetzt mal zusammen, gibt es meinetwegen an David und ihr redet mal drüber und dann wird es vielleicht sogar als Blogpost irgendwo mal verfasst, so. Was auch immer, keine Ahnung, wir brauchen Marketing, wir brauchen Galala, wir haben hier die Idee neu gekriegt von außen und so weiter. Also. Aber ist das Grundproblem damit eher umgekehrt? Warum gehen die Leute nicht auf uns zu? Von sich aus? Weil extra zu sagen, wir brauchen die, die und die, ist ja eigentlich auch nicht die Lösung, weil eigentlich sollen wir vor Leuten, die beide mitarbeiten wollen, und suchen, was sie tun können. Ja, wir schließen mich doch nur an, wenn wir das angetreten sind. Genau, warum? Genau. Warum? Aber das ist Anträger. Ja. Nur das Logo allein, das reicht sich ja nicht. Aber das ist Anträger. Der Browserlinie, das Logo angezeigt wird, statt mein Logo oder statt unser Firmenlogo, schreibe ich ihm kurz Mail oder eine WhatsApp oder eine SMS. Oh, bitte korrigieren. In der Browserleitung reicht es das Junior-Logo statt unser Logo angezeigt. Also ich muss doch irgendwie, ich muss doch aus mir selbst heraus, aus der Gemeinschaft, aus dem, was man hat, daraus heraus Anknüpfungspunkte schaffen, dass wenn ich über Tumblr stoße, sage, boah, das ist aber interessant, da gehe ich mal näher rein und dann bin ich doch automatisch schon drin, dass ich auch anfange, wie kann ich meinen Mehrwert dazu liefern. Genau, also eigentlich müssen wir ein Umfeld schaffen, wo Leute, die über Tumblr stolpern, von sich aus kommen. Und es muss. Und aber nicht. Das bedeutet aber, du musst irgendwo wissen, wie die Außenwelt das ganze Konstrukt sieht. Wenn du das nicht weißt, dann weißt du eigentlich auch gar nicht, an welcher Stellschraube du ansetzen musst. Und das Nächste ist ja, dass genau das, was du sagst, wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie von außen kommen. Da steckt eine Menge Arbeit in der Arbeit, die jetzt in der Community aktiv sind. Die haben mit ihren Themen schon so viel Arbeit, dass die gar keine Zeit haben, sich auch noch um solche Themen zu kümmern. Wir brauchen Leute, also das ist ein Kreislauf, den du im Moment nicht lösen kannst. Ja, weil willst du noch mehr für die Community machen, als du jetzt schon machst? Das wäre eh ausgelastet. David ist ausgelastet, gestern in der Hauptversammlung dieses, wir suchen ein neues Team für Tumblr Day und so, weil ihr einfach keine Zeit mehr habt. Und Nee. Ich gebe das ja ab, damit ich dann wieder Zeit habe. Ja, aber noch habt ihr keinen und noch liegt es an dir oder wie auch immer. Ne? Also, das Problem ist doch die Zeit, also da steckt viel Arbeit drin, um das zu kommunizieren. Wer soll es denn machen, wenn keine Leute da sind? Ja, die Leute kommen aber nicht, bevor man es kommuniziert. Wer soll was machen? Das ist ja eigentlich eher die Frage, was muss denn gemacht werden? Habt ihr eigentlich keine Möglichkeit, das irgendwie auf einer Internetseite oder so drauf zu schreiben, zu sagen, in den und den Bereichen, wenn ihr Interesse habt, in den und den Bereichen aktiv zu sein? Grundsätzlich, weil das haben wir jetzt bei uns, bei der Tipperei-Geschichte, da steht dann drauf, man konnte in dem Bereich Marketing, dies, das, jenes, kann man aktiv werden, wo kann man sich verletzen, mit wem kann man in Kontakt treten.
unabhängig davon, dass dann Leute selber ansprechbar auf den Veranstaltungen sind, wenn man sagt, ich würde gerne was machen, weiß aber nicht wo, und dann verbinden wir so ein bisschen. volunteers.joomla.org/help-wanted. Das ist ganz ehrlich, wer in der Runde war schon mal auf der Seite? Ja, klar. Aber Frage war, gibt es diese Seite? Antwort ist, es gibt diese Seite. Aber die gibt es nicht für die deutsche Joomla.de zum Beispiel. Nee. Aber wäre das nicht was, zu sagen auf Joomla.de für die deutsche Community oder deutschsprachige in Europa, machen wir mal irgendwie ein Untermenü Mitarbeiter. Dann noch ein Punkt dazu. Also ich habe das ja auch Beispiel im Übersetzungsteam schon mal versucht, also wollte ich mich einbringen, kam aber von Mike, weil ich weiß auch, dass er da zurzeit über beide Ohren mit Arbeit überlastet ist, es kam keine Rückmeldung. Das wird aber möglicherweise anderen auch so passieren. Wie wäre es jetzt mal in die Runde gefragt, wenn man gerne eben auch in der deutschen Community dort noch eine Art Eingangsposten davor setzt, der die Anfragen ein kleines bisschen matcht oder wertet und dann mit einem kleinen Kommentar an die entsprechenden Verantwortlichen weitergibt. Ja, heißt info@joomla.de, kannst du mir rüberschicken. Ich würde dann noch einen draufsetzen und das umdrehen. Das Problem ist nämlich nicht, dass die Anfragen nicht weiterkommen, sondern dass die Anfragen nicht kommen. Das kennen wir auf unserem Umfeld genauso. Okay. Deswegen hat Peter zum Beispiel jetzt teilweise die Aufgabe auch übernommen, von der Joomla Association aus auf die ganzen Camps zu gehen und auch mit Leuten ganz konkret zu reden und einfach auch Leute ausfindig zu machen, die bestimmte Fähigkeiten haben, um die dann anzusprechen, zu sagen, hey, du bist Native Speaker Englisch. Wie wäre das denn, wenn du mal irgendwie guckst, dass du dich mit der Joomla GmbH zusammentust, um da irgendwelche Sachen zu schreiben? Das kann man mit dem Umfeld genauso machen. Die sitzt jetzt da, ist da angestellt und macht halt die komplette Blogpost auf Englisch. Sie wäre aber selbst nicht auf die Idee gekommen, sich dort zu bewerben, einfach so von sich aus, weil sie immer gedacht hätte, ich bin dafür nicht gut genug oder die wollen mich eh nicht. Mhm. Genau, das ist das ja. Kernding. Ja. Die wollen mich nicht, ich bin da nicht willkommen. Das ist eine der Kernthematiken, wenn es um Gender und Diversity geht, eine Umgebung zu schaffen, wo man keine Hindernisse hat. Ja. Ne? Also das Ziel zu haben, Leute zu ziehen und zu sagen, hey, das ist ein tolles Ding, ich will da hingehen, das ist das eine. Aber die Hindernisse zu diesem Ziel abzubauen, das ist das andere. Und das sind zwei völlig verschiedene Themenbereiche. Und du kannst, nur weil das Ziel so super ist, auch nicht sagen, die Hindernisse sind dann egal. Ja. Es muss an beiden Fronten gearbeitet werden. Du kennst sie aber eben selbst nicht, wenn du in der Community schon drin bist. Du musst sie aus der sich das Außenstehende betrachten. Wir haben das halt in so einem Communication-Workshop mal gemacht, da ging es sogar intern so. Wir hatten ein Typo-3-Team, wir hatten ein Neos-Team und wir hatten Extension-Entwickler, die in keinem Team drin waren. Die eigene Wahrnehmung war immer, wir sind die super offenen, super netten, super coolen Typen, bei uns kann jeder mitmachen. Die Außenwahrnehmung war immer, das ist irgendeine komische Kathedrale, da sitzen oben ein paar Hohepriester drin und die wollen sonst niemanden dabei haben und machen 10 Gebote. Ja, und das ist halt... Diese Außenwahrnehmung muss man umstellen. Das ist auch ein Stück weit, ich freue mich total, dass ihr alle da seid, aber ihr müsst auch euch darüber im Klaren sein, dass ihr gar nicht unbedingt die Adressaten einer solchen Initiative werdet. Ihr seid ja hier. Ja. Ihr habt wahrscheinlich die Probleme und die Hemmnisse, die Außenstehende sehen, nie erlebt, sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Nee, das stimmt so das nicht. Stimmt. Oder? Das stimmt so nicht. Dann schießt mal los. Als Alex das vorhin gesagt hat, unser erster Joomla Day 2011 in Hamburg, das war auch mein erster. Ich habe ein bisschen halt irgendwie für so Pro Bono-Geschichten, beziehungsweise für so ein Charity-Projekt irgendwie vorher mit Joomla zu tun gehabt. Und für mich war das schon ganz schön Überwindung. Ich dachte so, boah, so ein Event, ich werde nichts kapieren, ich kenne keine Sau. Ich bin sonst auch gerne mal so in fremden Umgebungen unterwegs, aber das fand ich, das bei Joomla schon damals für mich so professionell aussah, war das eine echte Hürde. Also ich habe mich richtig zusammengerissen und mir selber in den Hintergefäden gesagt, so, okay, mache ich, geh da hin. Und bin da aufgelaufen und dann ist es halt irgendwie auf so einem Event auch immer viel Gewusel und für mich war sehr schnell klar, das gibt genau so einen Zirkel von Eingeweihten, die da irgendwie
so buchmäßig unterwegs sind. Und es hat relativ lange gedauert. Und eigentlich war es dann so ein Zufallstreffer. Alex war einer derjenigen, mit denen ich irgendwann mal in so einer Pause ins Gespräch gekommen bin, was es dann so ein bisschen leichter gemacht hat. Aber ich glaube, das ist echt, das ist wirklich ein Haken. Je professioneller das Projekt wird, desto höher sieht die Einstiegshürde aus. Das ist auch Erfahrung aus der Jugend, die wir haben. Was vor allem auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist gerade, wir haben bei manchen Camps sind wir dann hingegangen, haben auch Diversity Sessions gemacht und haben dann gesagt, okay, jetzt sitzen hier in der Session, sitzen halt, sag ich mal, Alteingesessene, dann sitzen halt Neue dabei, verschiedene Nationalitäten. Aber wie ist denn überhaupt, ist das euer erstes Camp, ist es nicht, wie war eure erste Kontaktaufnahme? Wie habt ihr euch gefühlt? Habt ihr euch aufgenommen gefühlt oder nicht? Und dann darauf aufmerksam zu machen, hey, wenn ihr mal zu zweit dritt steht und da steht einer alleine, dann einfach mal zu sagen, hey, komm, setz dich doch einfach mal dazu. Das sind nur so ganz Kleinigkeiten und da strahlen die Leute und dann freuen sie sich und fühlen sich dazugehörig, kommen dann miteinander ins Gespräch und fühlen sich dann auch schon ein bisschen selbstsicher und abgeholt. Für mich war es genauso. Ich war 2011 das erste Mal in Hamburg. Wir hatten unsere Jugend schon vorher, wir kannten den Verein ja nicht. Wir haben uns in Frankfurt getroffen, in unserer kleinen Klitsche. Ja. Mit 20 Leuten, dass da jetzt mehr oder weniger drei Jungs draus entstanden sind, ist eine schöne Geschichte. Ich bin jetzt dieses Jahr, wann waren wir das erste Mal hier? 2013. 2013. 2013 bin ich in den Verein eingetreten. Seitdem tue ich mich ehrenamtlich engagieren für das Projekt. Das ist schon eine geniale Geschichte. Dieser Punkt ist halt, die Leute haben Angst, jemanden anzusprechen. Mittlerweile kennen mich viele in der Community, ich werde hier angesprochen, von Anfängern. Hier haben wir einen, wir treffen uns öfters in der Jugend, kannst du mir mal das und das erklären. Aber die Hemmschwelle ist halt sehr hoch von Neuankömmlingen. Und gerade da würde ich fast sagen, wir tun einfach beim nächsten Joomla Day eine Sonderserie T-Shirts auflegen, Joomla Lotse. Ja, so ein bisschen so die Abläufe, die Ufuka auch gemacht hat, ja. Und wieder rumrennen. Ich wollte noch erzählen von meiner ersten Erfahrung, als ich zur Joomla-Gruppe in Berlin gekommen bin. Also das war dann halt auch irgendwie erstmal so ein bisschen bedrückend. Das war wirklich wie man sich das vorstellt. Also das war so, die Leute waren alle in karierten Händen, nur Männer. Die saßen in einem dunklen Raum und haben dann da so getippt. Und das Erste, was ich dann da irgendwie da so mit meiner Hartnäckigkeit durchgesetzt habe, war eine Vorstellungsrunde, dass man überhaupt weiß, wer die Namen sind. Weil in Prag habe ich auch geweigert, was zu sagen, weil die gesagt haben, die wissen doch alle, wer ich bin und so. Okay. Also das war doch sehr abgeschottet. Also ich bin halt einfach ein bisschen stur. Ich habe mich dafür nicht abschrecken lassen, weil ich gesehen habe, dass ich dabei auch noch ein paar Sachen lernen kann. Aber ich habe dann auch meine Freundin mitgebracht, die über Suchmaschinenoptimierung was wissen wollte. Und da wurde ein Vortrag gehalten am Weltfrauentag zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Das hat einer sorgfältig vorbereitet, ein Beispiel von Stripper-Webseiten. Das muss man echt schon ein bisschen spüren. Und dann, um da mit seiner eigenen Unwissenheit mal irgendwelche Fragen zu stellen. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, war immer, dass mir gerne geantwortet wurde. Also auch jetzt, wo ich schon jahrelang bei Joomlas da in Berlin, ist es so, wenn da mal jemand Neues kommt, der entschuldigt sich jedes Mal wortwörtlich. Ich bin ja kein Entwickler, aber ich habe eine Frage. Und wir sind so froh, wenn da mal eine Frage gestellt wird. Also wenn da mal so ein bisschen Input von außen kommt. Und das finde ich, also die Leute müssen irgendwie mal gezeigt kriegen, dass sie eigentlich gern gesehen und gebraucht sind, gerade deswegen, weil sie den Weg von außen haben. Die brauchen wir unbedingt, um weiterzukommen. Da einen Satz zu ergänzen, ich finde nicht, dass es Hartnäckigkeit brauchen sollte, um bei einem Stripper-Vortrag am Weltfrauentag da sitzen zu bleiben, sondern derjenige, der auf die Idee kommt, braucht im Zweifelsfalle eine kleine Nachschulung, einen Gedankenanstoß und vielleicht auch einen Satz heiße Ohren. Also das sollte gar nicht notwendig sein, dass du dann da sitzt und denkst, na gut. Ja, genau, das ist halt echt, das ist eine Aussage, das sendet eine Botschaft, ne? Also ich muss sagen, als Nerding, man schämt sich auch für alles, was man macht. So geht's mir, ich würde nie irgendjemandem im Profi was zeigen, weil ich denke, der schlägt da alle Hände über den Kopf zusammen und denkt, die Alte, die spinnt doch, was schreibt die denn hier zusammen? Ist so,
wie Asch mit dem HD Access, wo er dann sagt, naja, CSP, ne? Ja, Content Security Policy, genau, ja. Die funktioniert nicht, weil du in dein Skript nimmst. Ja, naja, und das sind halt so Sachen, naja, klar, geht halt schnell, wenn du P-Style, Alligen Center, zack, hast du deinen Text mittig. Ja, und dann funktioniert diese Police, ne, und ich wähle es aber gerne, weil es dann sicher ist und so, und das sind so Sachen, deswegen bin ich auch hier und so, aber ja, man schämt sich halt erst mal, wenn du denkst, gut, was macht die denn hier so? Ja, ist halt so ein bisschen... Und das denkt er überhaupt nicht. Aber ich kann deine Sicht verstehen. Deswegen ist man im Forum, man liest viel und so, aber also ich getraue mir da selten irgendwas zu fragen. Ich probiere dann so lange, bis mir der Kopf brucht und dann sage ich mir, okay, jetzt muss der doch mal fahren. Aber das kostet viel Überwindung. So. Also es ist, kannst du im Forum unter dem Pseudonym schreiben, wenn du noch einen Winter in der Mitte kriegst, das ist nämlich schwierig. Wenn du da irgendeine Art Berührungsangst hast, die Frage zu stellen. Ja, naja. Ist auch, vielleicht sollten wir auch mal Dr. Duna einführen, der zeigt den Entwicklern, also an welche Stellen dann jemand stoßen kann bei dem, was sie da vorschlagen, an welchen Stellen es dann übertrieben viel Know-how verlangt oder so. Vielleicht brauchen die Entwickler auch noch ein bisschen Nachhilfe von Leuten, die keine Ahnung haben. Ich meine, so kann man es ja auch sehen. Auf jeden Fall befruchtet es immer. Ja. Also genau auch die Geschichte. Also ich habe selten so viel über Joomla gelernt, wie in der Phase, wo ich jetzt angefangen habe, Joomla-Schulungen zu machen, so Ganztagesschulungen. Ich habe Knöpfe gefunden, die gibt es gar nicht. Also das, und unterschätzt das nicht. Aber ich glaube, nochmal zurück zu diesen Punkten mit diesen Heiligen, ich glaube, das ist echt ein Riesenproblem. Ich glaube, ich bin auf der anderen Seite. Ich kriege oft E-Mails von Jugendlichen, die dann sagen, Benjamin, ich weiß, du hast keine Zeit und es ist eine doofe Frage. Dann kommt erstmal Entschuldigungen und dann kommt die Frage. Ja. Besonders ist auch so, wenn ich zum Beispiel, ich war glaube irgendwas mit Doku. Ich habe keine Ahnung von Doku, ich habe mit Doku geschrieben, Jubla. Da ist der Mike Brandt meist zum Beispiel. Und dann sage ich halt, hey, ich habe keine Ahnung, die haben sich hier schon getraut, dass mich fragen. Dann sage ich, habe keine Ahnung, dass Mike fragen. Dann kommt wieder, ja, der Mike braucht Zeit, der ist bestimmt ausgelastet und redet dann überhaupt mit mir. Ich glaube, da müssen wir auch bauen. Vielleicht, also ich bin ja nur interessierter Endanwender. Das ist der Satz schon wieder. Wasser auf die Mühle. Ja, mach mal. Genau, also ich habe ja sozusagen, für mich ist eigentlich Joomla nur ein Tool, um unsere Firmenwebsite zu betreiben. Ob das letztendlich dann Joomla ist, WordPress oder sonst irgendwas, ist mir letztendlich egal. Ich bin halt damals 2008 zu Joomla gekommen. Finde es toll, nutze es weiterhin ein, habe geflucht nach bei 1.5. Also das weiß man ja alles. Und dann, Gott sei Dank hat sich das mittlerweile gebessert. Aber es ist halt für mich, jetzt bin ich interessiert und ich lese mir das auch immer durch, was in der Neuentwicklung kommt und so weiter und sage mir dann, brauche ich das für mich persönlich, für meinen Einsatz? Und 90% sage ich, ist mir egal, brauche ich nicht. Und so geht es halt, denke ich mal, vielen, die praktisch von außen ja Joomla einsetzen, nicht damit ihr Geld verdienen und fragen, ist es denn wichtig? Also ob das jetzt Open Source ist, was steht da dahinter? Das ist doch den Leuten letztendlich völlig egal. Die wollen ein Tool haben, das funktioniert, wo vielleicht noch ein existierender Extensions-Markt da ist, was also für mich jetzt wichtig ist. Also ich zahle da gern dafür. Damit das weiterhin existiert und die Leute damit ihr Geld verdienen können. Aber also wir drehen uns hier sozusagen, wir wollen ja Leute von extern zu Joomla bringen. Ja. Und letztendlich ist ja die Fragerunde hier immer gewesen, wie bringen wir die Leute, die sowieso hier sind, noch dazu, sich mehr zu engagieren oder reinzubringen, oder? Also ein bisschen ist das so mir vorgekommen. Weil wer bei der Joomla-Communities aktiv ist und so weiter, der ist ja selber schon vollständig involviert. Es geht ja eigentlich mehr darum, dass du sagst, wenn einer eine Webseite bauen will, wie kriege ich den dazu, dass er dann Joomla nimmt und sich vielleicht dann da darum dann informiert, was dahinter steht. Das ist das ganz langfristige Ziel, ja. Ne? Das wäre schön, wenn das Projekt größer, bekannter wird und viel mehr Nutzer hat. Aber mein kurzfristiges Ziel wäre jemand, der sagt, boah, ich mache jetzt seit 10 Jahren Joomla, ich würde total gerne mal dahin, aber puh,
ob ich auf so ein Event gehöre. Vielleicht sind da ja nur Männer, alles nur Nerds, vielleicht gibt's da nichts Veganes zu essen, vielleicht ist da jede Menge Krach oder vielleicht haben die Idioten das auf den jüdischen Feiertag gelegt. Das sind so die Dinge, um die geht es mir im ersten Schritt. Weil wenn du da mehr Drive drauf bekommst, hast du auch automatisch mehr Hände, die ein tolleres Produkt machen können. Das heißt sozusagen die Tür weiter aufmachen für die Leute, die sowieso schon eine Idee haben, wo es hingehen könnte. Ja. Also es gibt ja auch schon so ein paar Ansätze, zum Beispiel dieses Dönerbadsinfragen. Das funktioniert ja so, dass dann eben Sachen getestet werden von Leuten, die eben mit ihren komischen Verhaltensweisen ankommen, die eben nicht vorher schon die Sache entwickelt haben und schon alles wissen, was da schief gehen kann. Man sich da so ihrer Meinung nach normal verhält. Oder so. Genau, das ist das Problem. Wenn Entwickler testen, die wissen ja, auf welche Knöpfe man drücken muss, damit es eben geht. Sie haben es ja programmiert. Das heißt, das ist genau der Punkt, wo es eigentlich schon eine Struktur gibt, wo Leute gefordert sind, die eben keine Entwickler sind, die in der Community sind. Und diese Events, die werden aber nicht sehr, sehr viel besucht. Also wenn dann von Entwicklern. Und ich meine, da müsste man was tun. Das ist eine Schwelle, das ist eine Möglichkeit, wo man Leute mehr reinholen könnte, weil sie da sich kompetent fühlen. Als nicht entwickelbar. Ja. Das müsste man extrem Gedanken. Das ist, glaube ich, der niederschwelligste Zugang, den man überhaupt hinbekommen kann. Also das Thema ist gut gesetzt. Die Zielgruppe ist eigentlich, die du willst. Also die ist nun diverse ohne Ende. Mhm. So wie wir auch haben wollen unbedingt. Das finde ich einen extrem klugen Gedanken. Du bist damit das Problem mit den Heiligen, weil du nämlich feststellst, so heilig sind die gar nicht. Die haben nämlich all die Fehler gemacht. Die sind dann endlich mal froh, wenn sie auch mit anderen Leuten kommunizieren können, die nicht aus ihrer, sag ich mal, ein Developer. Ich habe schon Developer erlebt, die haben nur mit Developern zusammengearbeitet und haben nur diese Denke gehabt. Und dann haben sie plötzlich von einem anderen Input bekommen und dann so: Moment, von der Seite habe ich es noch nie gesehen. Und dann verstanden, ach, man könnte es ja noch einfacher oder noch anders stricken. Das ist auch für den User noch freundlich, anwenderfreundlicher wird. Ich glaube vielleicht, also du hast ja eben gesagt, das ist das ganz große Thema und das Fernziel. Ich glaube tatsächlich, es braucht vielleicht nur ein paar kleine Eintrittsstufen, niedrige Stufen. Und da könnte genau dieses Beispiel nämlich was sein. Wenn die Leute, wenn die einmal eine Erfahrung gemacht haben, das ist nett, das macht Spaß, oder zumindest die Pizza war lecker, wie auch immer, oder einen ganz kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen, dass die Leute gar nicht so spackig sind, wie sie erstmal aussehen, dann wird der Rest leichter. Also nicht ein Selbstgänger, aber es wird zumindest leichter. Ich bin ja in vielen so im Bereich Seminararbeit, Erwachsenenbildung, Jugendliche und so weiter unterwegs und habe themenzentrierte Interaktion mein Leben lang betrieben, nicht mein ganzes Leben lang, aber einen Großteil. Und da geht es darum, dass du für eine Zusammenarbeit am Thema eine Vertrauensebene schaffen musst. Und die schaffst du eher erstmal in kleineren Bezügen. Also so gruppenmethodisch fängst du halt mit einer Kleingruppenarbeit an oder mit einer Zweierarbeit, bevor du irgendwie jemanden in eine Halbgruppe oder im Plenum auf seine Bühne stellst und sagst irgendwie, mach mal was. Und das finde ich echt charmant. Also Pizza Bugs and Fun, irgendwie vielleicht ganz konkret, aber so eine Idee, ein Zugang, der so was Kleinteiliges ist. Wo wir gerade beim Thema Onboarding sind, kennt jeder das Pizza Bugs and Fun? Wisst ihr, was das ist? Wer nicht? Super. Das ist ein Eventformat, wo es darum geht, Neulinge, Community-Leute an die Entwicklung von Joomla im Core heranzuführen. Joomla hat da, was die Core-Entwicklung angeht, zwei ganz große Baustellen. Das eine ist tatsächlich, Fehler zu beheben. Das ist die Coder-Aufgabe. Was aber genauso wichtig ist und wo oft tatsächlich ressourcenmäßig die größere Not am Mann ist, wo wir weniger Leute haben, ist das Testen. Also sowohl das Testen von ganz neuen Versionen, um Fehler überhaupt zu finden, als auch, da geht jemand hin, behebt einen Fehler, schreibt also einen Patch, und diese Fehlerbehebung, das muss jemand prüfen, ob der Fehler danach wirklich weg ist. Und das sollte aus offensichtlichen Gründen nicht der Entwickler sein, der es gemacht hat. Bei ihm ist der Fehler danach nämlich immer weg. Und dafür gibt es diese Pizza Bugs and Fun Events. Das sind vor Ort Treffen, oft irgendwie bei den User Groups vor Ort, sodass man zumindest so ein bisschen so eine lokale Gruppe hat, wo man das Schritt für Schritt erklärt bekommt,
wie funktioniert dieser Testing-Prozess bei Joomla, was ist der Bug-Tracker, auf welche Knöpfe muss ich drücken, da gibt es eine eigene Erweiterung, die wir mal geschrieben haben, ist vielleicht für euch mal ganz spannend. Es gibt die Com-Patch-Tester, wo du aus dem Joomla-Backend heraus sagen kannst, hey, da hat jemand den Patch geschrieben, den möchte ich jetzt gerade mal in meiner bestehenden Installation testen. Und dann hast du einen Knopf, Apply Patch, und die ganze Magie im Hintergrund, Patch herunterladen, Dateien verändern, Patch Apply und sowas, verschwindet hinter diesem User Interface. Du kannst über einen einfachen Knopf Patches testen und kannst über einen einfachen Knopf auch sagen, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Vielleicht kleine Idee dazu, beides zusammenzubringen. Also ich finde es auch cool, ich konnte dieses Jahr leider nicht teilnehmen an so einer Veranstaltung, dass du sowas öfter schon machst und zusätzlich zu dem, was du vorhin als erstes gesagt hast, einfach noch ein ganz anderes Thema, zum Beispiel aus der IT-Umwelt oder aus der kulturellen Umwelt mit dazu tust, wo du junge Leute ansprichst, wo du unter Umständen ältere ansprechen könntest. Ich denke an Smartphone-Nutzung oder sowas. Oder wo du auch das eine oder andere Unternehmen ansprechen könntest. Wo es gar nicht so sehr, zumindest nicht vordergründig, aber als zweiten Teil um Joomla gehen würde. Ja, also ein Tag zum Beispiel an einem Wochenende oder auch wie auch immer, egal, ja, so ein kleines Event und dann weißt du, es gibt zum Beispiel zwei Themenkomplexe. Das eine ist was sehr, sehr Allgemeines, woran jeder teilnehmen kann, der irgendwie mit Digitalisierung ein bisschen was am Hut hat oder irgendwie interessiert ist. Und als zweiter Teil wäre dann Kids erwachsen. Ah, okay, so machst du das, ja. Okay. Also als Rahmen, als Rahmenprogramm quasi dazu. Ja. Wobei den ersten Teil kannst du ja eigentlich auch noch auf das Tool beziehen, da kannst du so Sachen machen, sagen wir mal, Kosten und Nutzen vom Einsatz von Content-Management-Systemen am Beispiel von Joomla machen. So ein Ding. Klar. Und so Dinger kannst du auch an die IHK rangehen. Ja. Weil es dann keine Werbeveranstaltung im eigentlichen Sinne ist, sondern du ganz konkret sagen kannst, ich würde aber auch Unternehmen bei der Erklärung, warum es sinnvoll ist, ein CMS zu benutzen. Weil da gibt es immer noch genügend, die das nicht tun. Mhm. Da ist ja auch ein Markt. Die haben Websites, aber die nutzen kein CMS, also kann ich mir die erholen. Den tun wir gleich mit, dazu brauchen, aber dann erst später. Also was ich immer so erfahrungsmäßig bei uns bei den Camps so ganz charmant fand, war dann immer die Variante, was kann jetzt wer? Da haben wir zum Beispiel Sessions gehabt, die zum Beispiel auch gar nichts mit Content-Management-Systemen zu tun haben. Der eine hat gesagt, okay, ich kann Jonglieren beibringen, hatte Jonglierbälle mitgebracht. Dann standen wir auf der Bühne und haben alle jongliert. Dann haben wir einmal eine Session gehabt, da haben wir alle Werwolf gespielt. Oder beim dritten Mal... Wo ist das Huhn? Ich habe es eben vorgeschlagen, ihr habt gelacht. Oh. Und was aber auch noch, wo ich gemerkt habe, was ein echter Nerv ist, ich habe ein neues Thema bei mir bei Typo 3, das heißt Typo 3 Less Technical. Wie kann ich das den Leuten nahebringen, die halt nicht programmieren? Also dass das auch interessant ist. Und da habe ich dann auch auf den Kernveranstaltungen also einfach nur mal gehalten, habe gesagt, ich mache jetzt keine Präsentation, ich möchte nur einen Austausch haben. Da waren immer ganz viele Leute da, die waren total interessiert, sei es jetzt die neuen Leute, sei es jetzt die anderen, die sagen, okay, bei den anderen alle verstehe ich nicht so ganz. Aber was man da als Feedback kriegt, das ist total interessant. Also, kann ich nur empfehlen. Entspricht so eine Erfahrung aus der JUK Hamburg, als wir sind ja bei den Coworking Space, das heißt die JUK, weil sie da stattfindet, wird immer im Community-Netzwerk von WeWork auch bekannt finden. Wir haben einmal aus jedem anders, war irgendwann im April rum, wir sind vor Ort gehabt. Es waren sonst nie aus dem Coworking-Space irgendwelche Leute bei der normalen JUK. Als wir eine Sonder-JUK mal gemacht haben zum DSGVO-Thema, war es krachvoll. Und tatsächlich sind zwei Leute hängen geblieben. So, also auch sowas hast du in diese Richtung, um ein bisschen ab vom Pfad zu gucken. Machen mal einen Testballon im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben nächstes Jahr einen Testballon. Leider ist Mike nicht da. Wir hatten
in Gießen, wo wir am Pizza Bugs empfangen waren, besprochen, dass wir für den Bereich Übersetzungen uns getrennt von den Pizza Bugs empfangen, einen eigenen Word-Geschichte machen, zweimal im Jahr in Form von einem Camp. Mhm. Leider ist es noch nicht weiter ausgeborgen. Ich habe eigentlich gehofft, dass der Mike hier ist, aber der ist leider nicht da. Wir haben für nächstes Jahr im Frühjahr daraus geplant. Wir sind am Plan. Schlusswort. Ihr habt ja gesehen, ich habe ein paar Sachen abgetippt, was so ganz konkrete Ansätze sein könnten. Geht mal gerne mit dem Gedanken schwanger, wenn ihr noch Dinge habt, wo ihr sagt, das ist noch so eine Kleinigkeit oder ich hätte noch so einen Impuls, schmeißt mir das mal gerne über den Zaun und umgekehrt, wenn ihr sagt, boah, das ist irgendwie so dieses, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, das war so schwierig, hier einen Fuß in die Tür zu kriegen, ich würde das in Zukunft gerne anderen Leuten leichter machen, ich würde da gerne mit dran arbeiten, auch da gerne Bescheid geben, das ist einfach ein Thema, das beschäftigt mich, ich würde das gerne weiterverfolgen und nach Möglichkeit nicht allein. Falls da auch, ich sag das mal offiziell als Typo 3 Association, falls da auch ein Austausch gewünscht ist, über die Grenzen hinaus, weil das finde ich immer besonders gut, weil das ist ja auch Diversity. Mhm. Dann sind bitte auf uns zukommen. Das ist im Grunde genommen ein Thema, was ja auch politisch wichtig ist. Das können auch viele Leute antreten, sich in der Community zu engagieren. Also ich meine, das ist ja nicht, Open Source bedeutet ja nicht, da tun sich ein paar Entwickler zusammen und veröffentlichen schon mal. Mhm. Sondern im Grunde genommen ist ja Community mitgedacht. Und das ist ja gerade die Stärke auch von Joomla, dass da so eine große Community ist. Und das kann irgendwie, also Gemeinschaft, das können viele Leute, die nicht entwickeln können. Also ich meine, das kann auch ein Träger sein. Und umgekehrt auch. Das war ein schöner Schlusssatz, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen.